Seid gegrüßt und willkommen zu meinem neuen Video. Heute stelle ich euch die neue, ist ja gerade erst ein halbes Jahr her, dass die rauskam, egal, Box von Anonym vor zum Album Ultimate, ihr wisst schon. Und diese ist sehr interessant, meiner Meinung nach. Auch der Rapper an sich. Bitte jetzt nicht irgendwie 18 Grad wäre zuerst da, so nach dem Motto hier in die Kommentare. Schaut euch denjenigen mal an. Gebt mal Anonym ein bei YouTube und pumpt die Mucke. Vielleicht habt ihr einen neuen Rapper gefunden, dessen Machwerke ihr mögt. Hat auf jeden Fall meiner Meinung nach mehr Aufmerksamkeit verdient, der gute Mann. 37,99 € kostet diese Box. Link ist in der Beschreibung und wir schauen jetzt hier zusammen rein. Los geht's. Oh ja. Gut. Was haben wir hier Schönes? Wir haben eine sehr dunkle Box. Universal Music präsentiert. Die Maske mit einer Menge Worten, die hier alle ihre Stellung haben. Parental Advisory, Explicit Content. Box sieht sehr cool aus eigentlich an sich. Hat die klassischen Maße und dieses klassische Design von so einer Deluxe-Box. Also hier einfach zum Aufklappen. Genau dieselben Maße. Gut, bla bla bla. Chapter 1 Universal. Wir interessieren uns natürlich für die Inhalte. Wir haben ein T-Shirt. Das gucken wir uns zuletzt an. Wir haben ein Album. Schlüsselanhänger. Und eine Menge Papierkram. Fangen wir mal mit dem Papierkram an. Und zwar haben wir einen Sticker. Der sieht so aus. Ist relativ klein, rund und ja, halt die Maske. Und wir haben noch einen, der ist genauso groß, nur halt nicht rund, sondern viereckig. Gut. Nicht besonders, aber ja, sind zwei Sticker. Autogrammkarte. Rückseite unbedruckt. Unbedruckt. Vorderseite ist so matt. Matt, Pappe, Anonym, steht hier vorne drauf, ist ein echtes Autogramm mit weißem Edding. Ja, wirkt doch eigentlich ganz edel. Poster, Rückseite ist unbedruckt und auf der Vorderseite finden wir das hier. Und zwar steht der gute Mann neben einem Rolls Royce, ich glaube das ist ein Phantom, wenn ich nicht irre, der geöffnet ist, im Jogginganzug. Von Nike mit seiner Maske. Herrlich eigentlich diese Szenarien, wenn man sich mal überlegt, was genau hier abgebildet wird. Aber an sich ist das Poster eigentlich ganz cool, oder? Oder nicht? Ja. Gut, geschafft. Ich bin mal froh, wenn ich die Poster wieder zusammenfalten kann, ohne irgendwas kaputt zu machen. Wahnsinn, da schwitze ich ja fast schon. So, hier haben wir das Album an sich. Das wirkt auch sehr simpel eigentlich. Dieser Blick, interessant. Könnte halt wirklich der Bruder von 18 Karat sein irgendwie. Nur mit anderer Maske, hat auch so einen ähnlichen Bart. 18 Songs haben wir, krass. Wen haben wir denn drauf? Say It, Mosh 36, Stress K, Summer Jam, Mersat Marashi und Samra. Eigentlich ziemlich wilde Features, muss ich auch sagen. 18 Songs, auch nicht wenig. Ja, so sieht es dann innen aus. Okay, das Design zieht sich hier durch die ganze Box. Booklet. Ja, Rosenhocke wieder nicht korrekt ausgeführt. Ich bin richtig sauer. Die Hacken gehören auf den Boden. Der Mann raucht durch seine Maske. Das erinnert mich an die alten Zeiten mit dem Schänder. Und die Hotel-Streams. Hier wurde ein Bild recycelt. Ja, noch ein neues. Hier wurde wieder was recycelt. Das ist dasselbe wie von der Autogrammkarte. Danksagung. Ach komm, die ballern wir uns jetzt mal rein hier, oder? Wollen wir? Danke, nach knapp einem Jahr Blut, Schweiß und Tränen freue ich mich, euch mein zweites Studioalbum Ultimate zu präsentieren. Ein besonderer... Also, ja, jetzt verstehe ich. AZ und Suna haben ja Super Plus gehabt und er macht jetzt Ultimate. Das macht doch Sinn. Die sind anscheinend alle von Shell gesponsert oder Aral. Ein besonderer Dank geht an alle Feature-Gäste aus diesem Album, die mir die Ehre gaben und sich auf meinem Album präsentieren. Ein weiterer Dank geht an alle Produzenten und Mastering-Ingenieure, die dafür sorgen, dass die Songs qualitativ und musikalisch auf ein neues Level gehoben wurden. Natürlich geht auch ein großer Dank an meine Freunde und Familie, die mich immer wieder motivieren und mit mir alle Aufgaben rund um die Musik durchstehen. Ein letzter Dank geht an dich. Also an mich. Ja, danke, Bruder. Kein Problem. Dafür, dass du dieses Album gekauft hast und mich auf meinem Weg supportest. Ich hoffe, du hast Freude an dem Album und es bekommt einen Ehrenplatz in deinem Musikregal. Ja, das bekommt eher einen Ehrenplatz in meinem Musikboxenkeller. Aber ja, danke.
Für die netten Worte, geliebter Onkel. Das ist doch immer wieder schön, so eine Danksagung zu lesen. Da hat man das Gefühl, dass man die 40 Euro nicht in den Sand gesetzt hat. Nice. Gut, weiter jetzt mit dem Anhänger. Ui. Ja, jo, jo, Junge, also das ist, muss ich schon sagen, erster Eindruck, stabil. Wir haben matt-schwarze Elemente hier bei dem Ring und der Kette. Junge, der ist so dunkel im Vergleich zu dem Hintergrund. Ich muss das mal so machen, sonst sieht man das Ding gar nicht. Ich habe leider keine Kinokamera, um das überhaupt sichtbar zu machen. So sieht das aus. Okay, sind die Abdrücke von der Folie. Das ist Metall, ziemlich krasse Quali. Ich hoffe mal, dass der Lack, also die Beschichtung hier, die Farbe lange hält. Sieht eigentlich ziemlich geil aus, der Anhänger, finde ich. Also, ja, sehr nice, wenn man mich fragt. Der ist massiv, schwerer und dicker, als man jetzt vielleicht denkt auf den ersten Blick. Der Anhänger gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Schön. So, das T-Shirt. Riecht neu. Weiß. Stoff ist auch ein bisschen interessant. Okay, der Druck. Der Druck ist echt wild hier mit der Schrift unten. Das gefällt mir. 50511 Records Ultimate Anno mit diesem Stacheldraht. Sehr interessant gemacht von der Farbe und dem Druck. Das ist so, kann ich schlecht beschreiben. Das ist so vintage, so wishy gemacht. Ich finde jetzt ehrlich gesagt keine richtigen Worte dafür. Das soll halt so sein. Und hier sieht man aber, dass es so sein soll, weil es ein bisschen verpixelt ist. Nee, das ist kein Zeichen von schlechter Qualität, das soll halt so sein. Gilden Heavy Cotton made in Haiti Größe L. Interessantes Shirt. Ich mag den Stoff jetzt nicht so sehr, ehrlich gesagt. Ist zwar dick, aber irgendwie. Naja. Da gibt es schon besser Quali auf jeden Fall, was den Stoff angeht. Für diese Auswahl hätte ich mich jetzt selbst nicht entschieden. Probieren wir es direkt mal an. So sieht's aus. Also, ist ein bisschen enger am Hals auf jeden Fall. Das gefällt mir jetzt nicht so gut. Dann ist der Stoff echt jetzt nicht so geil. Die Quali vom Stoff, gefällt mir nicht. Hier fliegen überall Fusseln rum. Schlechte Wahl vom Stoff. Finde ich nicht so nice. Passform an sich, ja, ist ein bisschen oversized, aber Hals ist zu eng. Das geht ja nicht. Der Druck an sich, vom Material, vom Design, sehr nices Shirt. Hätte man jetzt hier eine deutlich bessere Stoffqualität gehabt, hätte ich jetzt hier so fast so einen Double Love Like gegeben, aber so, naja, ist das T-Shirt für mich leider zu schlecht von der Qualität. Das finde ich, der Stoff ist echt kacke. Schade. Ärgert mich, weil die Box echt solide war bisher. Zusammenfassung. Wir haben eine Box, die ist relativ stunny, aber solide. Poster, gefällt mir auch ganz gut. Zwei Sticker, Autogrammkarte, Album, Standardkram. Meiner Meinung nach ist dieser Anhänger von der Quali Next Level. Der ist um einiges hochwertiger und besser und einfach irgendwie wertiger so als viele andere Anhänger in so Boxen. Das T-Shirt ist vom Druck und vom Design her sehr nice, aber der Stoff, der reißt das leider raus. Finde ich sehr, sehr schade. Wäre der Stoff vom T-Shirt, wie gesagt, auf 2-3 Leveln höher, hätte ich gesagt, ja, die Box ist wirklich, wirklich sehr, sehr nice. Aber so ist meiner Meinung nach der wichtigste Inhalt, und von der Box ist das hier schon der wichtigste Inhalt, so. Das ist der zweitwichtigste, dann kommt das Album, dann alles andere. Ja, da ist halt ein bisschen mangelhaft, so, wisst ihr? Und deswegen finde ich das ein bisschen schade. Reißt das alles so ein bisschen raus. Ihr wisst das, wenn man einen Unterkurs zu viel hat beim Abi, dann ist man durchgefallen, egal wie gut man in den anderen ist. Und dasselbe gilt auch für diese Box. Eure Meinung aber bitte auch sehr gerne in die Kommentare. Meine habe ich euch ausführlich erläutert. Danke fürs Anschauen dieses Videos. Wenn ihr die Box haben wollt, ist der Link in der Beschreibung. Wir sehen uns bald mal wieder. Euer Max Anonymberg.